Einerseits finden über 50-jährige Arbeitssuchende kaum wieder eine Anstellung. Andererseits wird von Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen bereits heute schon beklagt, dass offene Stellen nicht besetzt werden können. Ein Widerspruch? Katrin Pöhler arbeitet hier zusammen mit Tassilo Zehl für das Integrationszentrum Stolberg. Das ist einer von 8 Standorten des sogenannten Beschäftigungspaktes Erzgebirge 50+. Hier geht es um ein Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und richtet sich an ältere Arbeitnehmer, langzeitarbeitslose Arbeitnehmer, die in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wo Beschäftigungschancen verbessert werden sollen. Es werden neue Wege in der Integrationsarbeit beschritten. Das Wichtige ist, dass hier die Potenziale der Wirtschaft und die Kreativität des Erzgebirgskreises gebündelt werden. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in jeder Gruppe. Findet einer einen Job, kommt ein neuer Arbeitssuchender in die Gruppe. Bundesweit gibt es insgesamt 78 Pakte und jeder Pakt hat ein anderes Konzept und wir hoffen, dass wir mit unserem Konzept sehr erfolgreich werden. Jeder Mensch hat seine Stärken. Unsere Gesellschaft jedoch fixiert sich auf die Schwächen. Bei uns im Beschäftigungspakt Erzgebirge 50+ werden die Teilnehmerstärken gefördert über unkonventionelle und innovative Ideen. Das klare Ziel ist die Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wir arbeiten im Netzwerk. Wichtige Partner für uns: Unternehmen, Kammern, Verbände, Bildungsträger, kommunale Einrichtungen, Gewerkschaften, Politik, Kirchen und soziale Verbände. Ich sehe im Projekt 50+ meine persönliche Chance, Arbeit zu finden, langfristig Arbeit zu finden, mein Selbstvertrauen wieder zu gewinnen und meine Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. Wir wollen alle wieder arbeiten, sind über 50 Jahre alt, aber wahrscheinlich doch noch nicht zu alt. Und wir rechnen uns mit diesem Projekt aus, dass wir alle wieder auf dem Arbeitsmarkt Arbeit finden. Der Wille ist da bei Katrin Pöhler, Tassilo Zehl, den Moderatoren dieses Prozesses und auch bei vielen Arbeitssuchenden. Entscheidend sind die Ergebnisse. Gelingt es, Leute wieder in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu bringen, dann nützt das sowohl dem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft und ihren klammen Sozialkassen. Einen guten Arbeitgeber zu finden und einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag zu erhalten, glich bis zum Jahr 2008 oft einem Sechser im Lotto. Jetzt, im Jahr 2011, ist die Situation anders, besonders in den Bereichen Gesundheit. Bereits seit 1991 widmet sich die St. Jakobi-Kirchgemeinde intensiv dem Problem der Arbeitslosigkeit. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer berieten, qualifizierten und informierten hunderte Arbeitslose. Dann kam Pfarrer Andreas Dorn die zündende Idee. Im Juni 2009 gründete er die erste christliche Arbeitsvermittlung. Wir agieren nicht in einer kleinen Nische, sondern im größten Arbeitgebersegment in Deutschland, nämlich bei den christlichen Arbeitgebern. Zum Beispiel sind christliche Arbeitgeber große Krankenhäuser, Tageskliniken, Pflegeheime und Kindertagesstätten. Gegründet als gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art, vermitteln in Stolberg ehemalige Arbeitslose andere Arbeitslose in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Gudrun Gehler ist eine von ihnen. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, pro Woche, pro Arbeitsvermittler einen Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. Und unser Erfolg spiegelt sich auch in anderen Zahlen wider. 20.000 registrierte User auf der Internetplattform, allein zwischen Januar und Dezember 2010 500 eingegangene Bewerbungen und Stellenangebote und 67 erfolgte Arbeitsvermittlungen. Kürzlich konnte man auf das erste erfolgreiche Jahr der ersten christlichen Arbeitsvermittlung zurückblicken. Wir konzentrieren uns auf die Kernberufe und es gelingt uns im Moment, pro Woche einen Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Allein in Sachsen sind 350.000 Menschen auf den hiesigen Sinn-Arbeitsmärkten beschäftigt. Hinzu kommen etwa 50.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bei christlichen Arbeitgebern, Kirchgemeinden und christlichen Vereinen. Wir sind im Moment dabei, in den Regionen Dresden, in den Regionen der Lausitz, im Vogtland und in Leipzig die erste christliche Arbeitsvermittlung zu übertragen, indem wir vor Ort Partner finden, die mit uns im gemeinnützigen Franchise die erste christliche Arbeitsvermittlung dort vor Ort umsetzen.
Nicht klagen über die Schieflage am Arbeitsmarkt und deren Konsequenzen, sondern aktiv und engagiert handeln, das ist das Motto von Pfarrer Dorn und seinen Leuten. Eine interessante Idee, die Lücken schließen hilft, und zwar auf beiden Seiten.